Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, naja, Let's Play und dazu ein Infovideo zu Prestige bei Dead by Daylight. Ich habe mich lange gefragt, natürlich auch darauf gefreut, endlich Mech Prestige 3 zu machen, dann noch die 50 Level zu machen. Und was passiert dann? Es wurde gemunkelt, auch im Internet habe ich das oft gelesen von dem Prestige Master oder Master Prestige. Und das kann ich euch ganz klar sagen, gibt's nicht. Ich wollte es einfach auch selbst sehen. Und das seht ihr hier. Das ist jetzt das Blutnetz. Theoretisch wäre ich jetzt Level 53. Ich habe das mittlerweile schon wieder dreimal neu freigeschalten, das Blutnetz. Aber natürlich bleiben wir bei Level 50 stehen. Das geht dann ganz gewohnt weiter. Es kommen hier auch, es kommen Perks, es kommen Opfergaben etc., was man alles brauchen kann. Was mich eigentlich am meisten geärgert hat. Ich kann es fast nicht anders. Doch, es hat mich wirklich geärgert. Meine Perks, die sehen so aus. Das ist mit Prestige 3 und sozusagen 53 Level weiter. Hey, ich habe kein wirklich... Ja, es ist ein seltenes Perk. Es gibt noch die besseren, die violetten, die pinken, glaube ich. Nix. Also auch hier die Vorwarnung, was mir persönlich echt eine große Hilfe war, über die ganze Zeit kam, ich glaube mit Level 47, 45 auf Prestige 3 und erst auf der 1. Ansonsten, klar, da hat es einige, die auf 3 sind, aber jetzt nicht so das, was ich erwartet hätte. Sabotage kam überhaupt nicht. Der Sprint Boost, den ich eigentlich auch immer auf Stufe 3 hatte, ist erst auf Stufe 1. So wie die Selbstfürsorge, also eigentlich wirklich die Perks, egal ob die spät kommen oder nicht, aber die sind wenigstens auf Stufe 3 gekommen, also gar nichts. Kann ich euch hier noch die nächste Seite zeigen, was ich freischalten konnte. Jetzt heißt es natürlich für mich, weitermachen. Ohne dass ich Level dazu bekomme, ohne sonst was. Und irgendwie hoffen, dass in 1000 Jahren oder 1000 Mal Erneuerung vom Blutnetz dann die Perks kommen, die ich eigentlich haben will mit der Mech. Und dann wäre die sozusagen fertig. Jedenfalls für mich persönlich. Und das hat mich ein bisschen geärgert. Es ist extrem zeitintensiv gewesen, mit dir zu spielen. Hat natürlich wahnsinnig Spaß gemacht. Das wollen wir gar nicht wegreden oder so. Klar, dass das Spiel, das macht Spaß, aber irgendwo, ich war jetzt schon ein wenig enttäuscht. Das ist ganz ehrlich. Ich hätte sie jetzt gerne sozusagen zu Ende gehabt mit den Perks, die ich gerne mag, die ich auch sonst immer hatte, die da locker mal gekommen sind dann im Blutnetz. Aber ja, das war nichts. Jetzt bin ich da fast ein wenig gezwungen, da weiterzumachen. Ich hätte nämlich gerne noch den nächsten Charan angezockt. Ich weiß es nicht. Also Jake wahrscheinlich eher weniger. Ich bin da am Bill am Überlegen. Oder ob ich dann vielleicht die Claudette mal noch weiter zocke. Ich weiß es noch nicht so recht. Das hat mich jetzt so ein wenig, jo, geärgert. Naja, was soll's? Dead by Daylight geht natürlich trotzdem weiter, definitiv auf meinem Channel. Und ich denke, dass wir uns jetzt noch eine Runde zusammen ansehen werden. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei Dead by Daylight oder anderen Let's Plays auf meinem Channel. Werkstatt, Autohafen, Schrottplatz. Hallöchen! Ich finde Bindung so cool. Echt voll cool. Hätte ich nie gedacht. Das habe ich ja auch schon angesprochen. Das ist jetzt wirklich ein Perk. Ich glaube, wenn es mir jetzt nicht so scheiße ergangen wäre im Blutnetz mit den 50 Leveln, ich hätte Bindung gar nicht kennengelernt oder gar nie getestet. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist für mich zu einem kleinen, fast unverzichtbaren Perk geworden. Und das möchte ich gerne auf Stufe 3 dann haben. Das Sprint Boost, ja, denke ich, werde ich auch gucken, dass ich den auf Stufe 3 kriege. Und natürlich die Vorwarnung, Sabotage würde ich gerne auch noch und die Selbstfürsorge. Aber es ist ein langer Weg. Es ist so scheiße langer Weg. Was soll's? Wen haben wir? Die Freundeslobby ist leider im Moment ziemlich verbuggt. Also wir warten eigentlich länger auf eine Lobby zu zweit oder zu dritt, anstatt wir dann spielen können schlussendlich. Deswegen zocke ich im Moment hauptsächlich alleine. Es geht mir auch fast ein wenig einfacher, wenn ich nur auf mich schauen muss. Kann ich egoistisch spielen. Wo bringst du den hin, Meyers? Ich komme dran. Ah, sehr gut. Und da seht ihr schon den Vorteil eigentlich von Bindung. Also das ist, ich glaube, auf Stufe 3 wird es dann noch erweitert.
dass wir noch weiter die Verbündeten sehen können. Das ist so krass. Man kann auch viel besser einschätzen, gerade ich, ohne eigentlich ja, die Vorwarnung auf Stufe 1 bringt ja auch nicht so viel. Kann man auch gucken, ob er einen jagt. Das hat man jetzt ganz gut gesehen. Und natürlich, wenn man verletzt ist. Das ist echt top. Möchte ich gar nicht mehr missen. Das hat mir jetzt schon oft geholfen, gerade auch, weil ich keine Selbstfürsorge habe. Au, scheiße. Nein. Gleich wird's kommen. Oder auch nicht. Wie ich Mayas hasse. Ich finde es echt schwierig, wenn der da ist. Ups. Ich hoffe jetzt dann wirklich mal, die Max sozusagen so fertigzustellen mit Perks, dass ich sage, okay, jetzt aufhören, fertig. Und ich den nächsten Char in Angriff nehmen kann. Ich weiß aber noch nicht so recht, wen ich da noch leveln will. Also die Nea wird mich noch reizen. Oder Psla! Oder auch Bill. Er kommt. Du hast nicht gesehen, dass ich da war. Okay, nee, doch. Wo ist es? Dann vorbeigelaufen wahrscheinlich. Ich dachte ja auch erst lange, dass man einen Perk braucht als Killer, um die Generatoren zu zerstören. Oder ein bisschen zurückzusetzen, ist ja auch nicht der Fall. Ich hatte nämlich ein paar Runden mit der Hexe noch gemacht, um Punkte zu kriegen für die Mac. Und da habe ich gesehen, das kann ich auch. Und mit der habe ich dann echt nichts. Also die ist wirklich überhaupt nicht gelevelt oder equipped. Ich glaube, ich habe die mal so bis Level 6 oder so. Weil die echt noch Spaß macht, aber weiter. Also nicht irgendwie speziell Perks oder so freigeschaltet. Das ging mit der ganz gut. Konnte ich die auch immer wieder ein wenig zurücksetzen. Ist also kein Perk. Ich habe auch jetzt, mittlerweile weiß ich, ich weiß gar nicht, ob ich das sogar in der Let's Play mal hatte. Ich glaube eben nicht, dass der Bildschirm, wenn man vom Haken geholt wurde, dann grau erscheint. Alles schwarz-weiß bis auf die Perks. Und unter dem Avatar, den man hat, also unten links, läuft dann auch so wie ein Zeitbalken fast ab. Und wenn der ausgelaufen ist, dann liegt man dann flach auf der Map. Einfach bis dahin, wo man rennen kann. Mich würde das mal noch interessieren, wie das ausschaut für den Killer. Aber es soll ein... Es soll ein Perk sein von Bill, der das macht. Oder welches das macht. Das möchte ich gerne mal noch genauer dann herausfinden. Das ist so wie eine Zwischenwelt schon fast. Okay. Geht da raus. Geh weg. Ja, es geht weg. So. Wahrscheinlich werde ich gleich auch da unten hängen. Aber er scheint nicht zu kämpfen, immerhin. Ich komme! Ups. So, Jake, lauf. Ich gehe voran. Falls er mich haut, kann er verschwinden. Weg da. Aha, er kommt. Der geht durchs Fenster. Okay. Machen wir mal hier das noch kaputt. Ich sollte vielleicht auch mal Mayas spielen. Das ist wirklich der Killer, mit dem ich sowas von Mühe habe. Ich hatte zwar letztens eine Runde mit Hillbilly und der war so scheiße schnell auf der Map. Das habe ich noch nie gesehen. Das war so abartig. Ich glaube, das ging... Echt, ohne zu lügen, ich glaube, keine 2 oder 3 Minuten und alle 4 Survivor lagen am Boden. Also keine Chance. Der ist über diese Map schon fast geflogen, würde ich sagen, in einer Geschwindigkeit, also chancenlos. Er war zwar immerhin so fair, er ließ uns liegen und ging weg, damit wir uns gegenseitig hochheilen konnten. Dann hat auch 2, 3 Mal uns wickeln lassen.
aber knallhart gejagt. Und, aber das war echt kein Generator, er schafft nichts. Noch nie erlebt in Dead by Daylight. Das war so krass. Jetzt kommt er doch nicht. Wo kommst du? Aha. Jetzt war da schon wieder einer dran, ne? Aber nicht in den Schrank gucken, würde ich auch nicht. Ups. Der nächste liegt. Oh! Schauen wir mal, ob wir da einem helfen können. Ah, Mr. Agnes, ja genau. Ja, shit. So, Kabel weg. Geh weg. Sucht er den. Wo habe ich's hingelegt? Ich find's einfach nicht. Geh weg! Ich glaube, ich muss einen kurzen Umweg machen hier. Sie holt den vom Haken, dann schaue ich, ob ich den anderen bekomme. Hochheilen kann. Riskant. Naja, ich habe dich schon gesehen. Ich möchte dich nur nicht gleich verraten. Claudette, komm! Helfen! Nein. So, wir haben es gleich. Ja, die sind weg. Komm mit, Jake, wenn du magst. Noch ein Generator. Nee, warte doch. Warte doch. Ich bin's hinter dir. Warte doch. Mann. Warte doch mal. Bleib mal stehen. Scheiße, sorry. Ich hab das wahrscheinlich geblockt, ne? Ja, Mist, tut mir leid. Ah, scheiße. Ja. Das habe ich jetzt gerade vermutet, dass der zurückkommt. Geht weg, dann kann ich ihn fertig machen. Auf ihn. Mach, 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 mach. Wir öffnen dann vielleicht erstmal dann das Tor. Da ist doch ein Totem. Ah, der ist schon dran. Na gut. Ist der verletzt?
verletzt noch. Dann heile ich dich erstmal einen Moment. Der wird sicher gleich auftauchen, denke ich. Das wird. Das ist weg, weit weg. Nicht mehr viel Zeit. Oh, Scheiße. Jups! Ju, hallo, Majas, na? Kein Rückspiegel dabei. Du Arsch! Wie geil! So cool! Jetzt gib alles, Claudette! Lauf! Nein! Shit! Mist! Die ist weg, wenn die hängt. Naja, es war ein Versuch wert. Schade. Das war jetzt echt cool. Der geht drauf, haut der nochmal eins in die Fresse. Schaut nicht mehr hin. Hahaha. So, noch zu zweit. Ich gehe raus.